Was geht ab? Willkommen zu einem Video von... Von? Von dem Bitted-Kanal. Von dem Bitted-Kanal. Heute reagieren wir auf Eizu und Heisune. Ja, das war's? Das ist dein Intro? Ja, eigentlich schon. Das wär's. Ja, viel Spaß mit dem Video. Lass ein Like da. Viel Spaß mit dem Video. Lass ein Like da und ich würde sagen, lass deabonnieren nicht, groß nicht vergessen. Und der Song ist online. Streamt den Song. Viel Spaß, Janne. Kann man das jetzt zu Ende? So, komm, wir starten rein, Lakai, Azu, let's go. Habt ihr gehört, ne? Listen to Master Alex. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Ihr wisst, Leute. Master Alex. Das ist die Spotify-Version jetzt. Ihr wisst, wer alle... Ist das die Spotify-Version? Ja. Okay, oh top. Mein Gott. Also noch eine andere Version. Jetzt also müsste, oder? Glaube ich. Hör. Ja. Doch? Ja. Doch. Für die Leute, die nicht wissen, was La Calle heißt auf Spanisch übersetzt die Straße. Genau. Und deswegen sagt er dann halt in der Hook auch La Calle, ich sterbe für La genau. Calle. Okay, Leute, wir hören. Und bleibe hier. Mit der Zeit wird sie Teil von mir. Freiheit riskieren, doch wenn der Jumpdown kommt, ja, dann schweigen wir. Sie geht davon innen, bald höchstwahrscheinlich. Wenn ich nicht zurückkomme, Mama, bitte wein nicht. Beef am Richter, dass ich hypnotized bin. Doch die Gendarme will mich in Ketten sehen. Doch nichts kann jemals so sein Lächeln nehmen. Werde ich gehen oder als Letzte stehen? Wir werden sehen. Oder ich will mal direkt ein Statement machen. Ich schwöre auf alles, ich bin fest davon überzeugt und ich bin bereit, mein ganzes, alles was ich habe, mein Auto, meine Wohnung, mein Bruder, egal was, zu verkaufen, Bruder, und setz alles was ich habe, wenn dieser Junge kein Star wird. Ja, Wallah. Bruder, für mich hat dieser Mensch, ne, hat für mich persönlich den meisten Star-Appeal, den ich in der letzten Zeit bei einem Menschen gesehen habe. Ja, Wallah, er hat für mich persönlich, und er ist jung, ne? Er hat für mich persönlich die eigenartigste Stimme, die ich auch seit langem gehört habe. Sein Stil ist Bruder Cousin, der ist Bruder. Ja, nee, Bruder, der Stil? Kommt aus halb Kamerun, Bruder, hat blaue Augen, reicht ja. Schon. So, ja, weißt du, grüne Augen. Aber ich sag euch, was mich bei ihm prägt, Bruder. Er hat eine Stimme, die unfassbar dünn ist, aber zeitgleich auch richtig druckvoll ist. Ja, ich denke mir, Wallah, wie geht sowas, Mann, Bruder? Diese Battle in diese Knast. Als ich diese Episode gesehen habe, ich dachte, die hätten den gemixt und gemacht. Ja, ja. Ich so, Wallah, das kann doch nicht sein, dass du so der nicht Junge, ne? Das ist übertrieben, der Bruder. Der ist gesegnet von Gott, Bruder. Also, Mashallah, ne? Mashallah. Also, ich schwöre bei Allah, ich bin wirklich, Bruder, bei Azu fest davon überzeugt, dass dieser Junge bald in Deutschland eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Auf jeden Fall. Ich schwöre auf alles. Und inshallah, nicht nur in Deutschland, sondern international, weil dieser Typ, abgesehen davon, dass er diesen Star-Appeal hat, hat er es auch verdient. Wallah, billah, 100%. Wallah. Und er ist jung und sehr diszipliniert. Unfassbar wirklich diszipliniert. Sehr diszipliniert, Wallah. Und eine Arbeitsmaschine, Wallah. Arbeitstier ist das. Also, er ruht sich nicht auf seinem Talent aus, so will ich das sagen. Weißt du, was auch krass bei denen ist? Bruder, die Neider, ne? Die sagen, der ist nicht gut und so. Wallah, die feiern den. Wallah, Billa, die feiern den privat. Die wollen das nur nicht so, weißt du, die schreiben nur. Weil, Bruder, ich schwör auf alles, der ist krass. Bruder, wie kann man sowas nicht feiern? Du kannst, guck mal, wenn du sagst, der kann nichts, weißt du, was dann der Punkt ist? Dann hast du keine Ahnung von Musik. Wallah, Billa. Würde ich sagen. Wallah, weil wenn du sagst, Bruder, er ist schlecht, nein, Bruder, ich dann finde ich persönlich, hast du gar keine Ahnung von also Musik. Also man kann sagen, ich gebe zwar Musikgeschmack, weil ja, das ist das. Aber du kannst nicht sagen, dass der schlecht ist. Darum geht es. Auf keinen Fall. Man kann sagen, der Song gefällt. Bist du maximal dumm. Dann bist du ein fertig ist. Wallah Billa, wer sagt, dass Azu kacke ist, Bruder, ist halt. Ja, was sollte nichts meins? Wallah, ist mir scheißegal. Bruder, Wallah, der hat's einfach drauf, der kann's. Wallah Billa, Azu ist ein Star, Bruder. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel mit Hund. Ja, er ist ein Kelp. Wallah, kenn an dir, Wallah, aber Bruder, ist nicht so? Gar nichts. Sei ehrlich, Bruder, ist nicht so? Ich hab ja gesagt, Bruder, wer jetzt sagt, ist so, aber ein Kelp. Wer sagt, dass der schlecht ist? Er ist ein Warum kann das? Lass den mal nicht sprechen, Bruder. Sie ist in den Brecker verliebt, in der Shantan, ein Achtar und Hashar und Weed.
fuck 12 oder fuck the police. Gendarmerie und Guardia Civil. Ein falsches Wort und ich lass ihn gehen. Im Clip sind 26 wie beim Alphabet. Kam früher von dem Kartenweg. Ich wollt Money sehen und nicht Mamas Tränen. Gendarme will mich in Ketten sehen. Doch nichts kann jedem es um sein Wäsche nehmen. Werd ich gehen oder als Letzte stehen. Wir werden sehen. Schon. Willst du dazu sagen, Bruder? Respekt, also. Bruder, voila. Respekt. Und ich will hier eine Sache klarstellen, ganz kurz, weil wir reagieren jetzt auch sofort in demselben Video auf Hasuna. Ja, normal. Hier ist auch was Passendes, unsportlich, wie ihr alle da oben rumschreit. Viele haben sich gefragt, warum stehen bei Azu alle oben und warum steht keiner bei Hasuna? Das hat natürlich alles seine Hintergrundgeschichte, weil bei Hasuna, er selbst wollte nicht, dass andere Künstler hinter ihm stehen bei seinem Auftritt. Weil er war nervös an dem Tag, ist ja verständlich. Zum Beispiel bei Auftritten wie Malaga oder so wollten andere Jungs oder bei Barré zum Beispiel gegen Skepta. Er wollte auch nicht, dass andere da stehen. Barré hat auch gesagt, ey Jungs, tut mir bitte den Gefallen. Wallah, ich bin nervös. Geht bitte rein. Tut mir diesen Gefallen. So, und deswegen sind die Jungs reingegangen. Und dasselbe war bei Hasuna. Er wollte das nicht. Er hat uns gefragt, ob wir die Jungs reinschicken können und deswegen haben wir die reingeschickt. Dass die Jungs bei Azu draußen standen, war auch Azu zuliebe, weil er hat gesagt, ey Jungs, wenn ihr mich supporten wollt, steht da. Ich habe keinen Druck. So viel dazu. Also, das ist nicht wegen Unsportlichkeit oder so. Ja. So viel dazu, ne? Lass Schauen wir uns. Gib ihm. Hasuna an. So, let's go. Auch Spotify, logisch, ne? Mhm. Check! The Police wegen Dachschisch und Sattler. Fuck mich nicht ab, du kriegst Flasche auf Raffer. Red im Beläsch, meine Taten sind anders. Was willst du machen, du Sohn einer Kachba? Fahre nach Rio! Boah, der hat aber viel geändert, ne? Boah, der Flow komplett irgendwie geändert. Und der Sattler. Der hat sehr viel geändert, ne? Er hat den Flow geändert. Fresh mich ab, yo! Morgen in Charts, übermorgen im Kino. Yalla, Habibo, dauert auf Speedboat. 6 oder 4 und die 9 ist mein Pinko. Ich lade meine Magazin, fang die Suche nimmer B. Wer will Stress in der Lena? Dieser Bruder hat so Appetit. Rapper sind am Abitzin, Pumpe immer Gasolina. Und dann das war so wie Pele. Schüsse ballen aus dem schwarzen BMW. Ich muss auch sagen, Bruder, von generell von Hasuna ist das, glaube ich, auch sein stärkster Song bis jetzt. Stärkster Solo-Song, ja. Ja, ich finde, also, die Führung hat was auf jeden Fall gehabt. Dieses Lade meine Magazin, das war clean. Aber ich finde auch die Hook, Bruder, die bleibt unnormal im Kopf, Bruder, die ist auch sehr vorangehend. Telepathie für Pakete, bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Und an das war so wie Pele, schüsse ballen aus dem schwarzen BMW. Telepathie für Pakete, bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Que pasa, hör zu, Malaka. Du fängst den Backpfeifen, als wär ich dein Vater. 1000 Araber, Kopf ab Katana. Stell mal vor jetzt, ne, bei einem Hasuna, seine Power, seine Performance mit einer geisteskranken Lyrik noch. Wallah, da muss man sagen, dann wäre der echt musikalisch sehr OP. Das Ding ist bei Hasuna. Boah, Geistkram, ja, normal. Also seine einzige Baustelle ist halt immer die Lyrik, weil er hat immer so viele unsaubere Reime oder Zwecksreime oder auch zum Beispiel, er sagt auch oft so kontextlose Sachen. Weißt du, also darauf musst du noch ein bisschen achten, aber sonst auch ein super Künstler. Ich schick dich schlafen wie Tony Montana. Benz ist voll Casco. Boah, das war gut. Komm nach Katana. Ich schick dich schlafen wie Tony Montana. Benz ist voll Casco. Kein Sinker wie Paco. Ein Tritt in die Brust. Und ich schick dich Monaco. Leica, Mobile, iPhone mit Prepaid. Damit ihr mich erreichen könnt, schick ne E-Mail. Guck, ich lade meine Magazin, Feinde suchen immer B. Wer will Stress in der Lena? Dieser Bruder hat so Appetit. Rapper sind am Abitzin, Pumpe immer Gasolina. Und an das war so wie Pele. Schüsse ballen aus dem schwarzen BMW. Telepathie für Pakete. Bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Und an das war so wie Pele. Schüsse ballen aus dem schwarzen BMW. Telepathie für Pakete. Bin immer noch Straße, du weißt, was ich mein. Aber Bruder, der Beats auch schon. Auch sehr starker Beat. Ja. Hätte mich nicht gewundert, wenn er auch irgendwie geschaut hat. Ich sehen, ne? Oh Allah, der Beats auch mächtig. Sehr starker Beat, ja. Schramm. Okay, auch stark. Auch dafür Happy Release auf jeden Fall an Hasuna. Mich würde auch mal gerne von euch interessieren, wer für euch besser war. Ne? Schreibt es gerne unter dieses Video.
wer für euch besser war, ob Hasuna oder Azu? Ja, Bruder, ich muss sagen, ich kannte ja den Song La Calle. Mhm. Ich muss sagen, Bruder, ich habe diesen Song einfach tot gepusht. Okay. Ja. Also ich habe für mich persönlich, Bruder, also eigentlich ist die Straße, also die Musik, den Musikgeschmack, den ich habe, eher so Straße, eher was Hasuna bedient, weißt du? Aber diese La Calle hat mich so, wallah, ich rede jetzt aus meiner Sicht, so maximal geflasht, Bruder. Okay. Weil dieser Song einfach so unfassbar rund ist. Mhm. Generell, wie der einfach aufgebaut ist. Und was ich halt bei Azu immer so krass finde, sind halt, wie er immer mit den Doppelreimen spielt. Ne? Okay. Das ist ja bei Azu geisteskrank. Ja, ja, ja. So, weißt du? Und ich feiere halt generell Azu als Künstler einfach behindert krank, Bruder. Okay, und was sagst du? Ja, Bruder, ich kann mich nur... Bruder, wie faul der ist, Bruder. Sag doch, ja, finde ich auch. Also ich fand Hasuna stark, aber Azu ist einfach, weil es eine andere Liga, Bruder. Meine Meinung seht ihr auf jeden Fall am Sonntag zu beiden Künstlern. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Video ein, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann ciao, ciao.